So, herzlich willkommen zum ersten SolidWorks PDM Webinar in diesem Jahr. Mein Name ist Michael Sterns und ich bin Teil des zentraleuropäischen SolidWorks Technikteams. Die meisten meiner Kollegen arbeiten in unserem Münchner Büro, jedoch können wir dank neuer digitalen Technologien ortsunabhängig arbeiten, sodass ich Sie heute aus der Nähe von Hannover aus meinem Homeoffice begrüße. Ja, was ist das Thema? Es geht heute um die Neuigkeiten in SolidWorks 2019. Und wie wir schon alle gewohnt sind, erleben wir jeweils im Oktober eines jeden Jahres die Einführung der jeweils neuesten SolidWorks-Version. Zu diesem Zeitpunkt können Sie Kundenveranstaltungen Ihrer SolidWorks-Händler besuchen und die Neuigkeiten direkt aus professionellen Quellen erfahren. Aber oft ist es so, dass vielleicht geht es aufs Jahresende zu und viele von Ihnen können sich da nicht loseisen und haben die Zeit nicht, diese zu investieren, und deswegen jetzt eine kleine Auffrischung über SolidWorks PDM 2019. Wir werden uns heute einigen Neuerungen anhand dreier Themen anschauen. Einmal geht es um die Benutzeroberfläche. Da schauen wir uns die Verbesserungen innerhalb dieser an. Wir werden dann sehen, wie die Administratoren das Einhalten von Arbeitsabläufen einstellen können. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die Neuigkeiten bezüglich der Workflows und der Tasks. So, was werden wir in der Benutzeroberfläche Neues sehen? Einmal ist das Dateikontextmenü, also das Menü, was aufgeht, wenn wir die rechte Maustaste klicken, in jedem Reiter des PDM Explorers verfügbar. Für Zuschnittslisten hat sich auch was geändert. Die lassen sich die Konfigurationen im Explorer anzeigen und bearbeiten. Dann haben wir noch die PDM-Vorschau von Konfigurationen und auch von Zeichnungsblättern, wenn eine Zeichnung mehrere Blätter enthält. Es gibt Neuerungen beim Einstellen von Standardwerten in Suchkarten. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich im Anschluss dann auch sehen. Und die PDM-Integrationen zum Beispiel kamen 2018 mit Service Pack 2 die Inspection-Integration dazu und in 2019 die Composer-Integration. Fangen wir an. Bis einschließlich PDM 2018 war es nicht möglich, aus den Reitern Stückliste, enthält und verwendet wo, PDM-Aktionen auf den entsprechenden Dokumenten auszuführen. Man musste erst mit dem Befehl gehe zu dem Dokument navigieren und von dort aus weiterarbeiten. Mit PDM 2019 ist das nun Geschichte und Sie haben in jeder Ansicht im PDM Explorer den vollen Zugriff auf die Dokumente. Egal, ob Sie ein Dokument ein- oder auschecken möchten, einen Statusübergang anstoßen oder einen Task ausführen wollen. Nehmen wir mal an, Sie arbeiten mit einer Schweißkonstruktion mit mehreren Konfigurationen. Hier sind es zwei. SolidWorks PDM extrahiert die Eigenschaften von Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen für alle Konfigurationen und zeigt sie an. Bisher konnten die Zuschnittslisteneigenschaften nur für die aktive Konfiguration angezeigt werden im PDM Explorer. Die Eigenschaften von Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen sind verfügbar in den Datenkarten für Zuschnittselementen, in den Stücklisten für Schweißkonstruktionen und in den Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen. Diese Funktion steht für Teile zur Verfügung, die mit SolidWorks 2019 oder höher erstellt wurden, und die Markierung für den Neuaufbau für alle Konfigurationen hinzugefügt wurde. SolidWorks PDM 2019 macht sich auch die Möglichkeiten von eDrawings 2019 zunutze und kann jetzt Konfigurationen in der Vorschau anzeigen. Das ging bisher nicht. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass beim Speichern von SolidWorks-Dateien die Markierung zum Speichern von Konfigurationen gesetzt sein muss. Es können Konfigurationen aus den SolidWorks-Teilen- und Baugruppendateien angezeigt werden, sowie aus den entsprechenden eDrawings-Formaten EPRT und EASM. Auch können Sie die einzelnen Blätter von mehrseitigen SolidWorks-Zeichnungen ausgewählt werden. Die unterstützten Dateitypen sind eDrawings-Zeichnungen, SolidWorks-Zeichnungen und DXF und DWG.
Standardwerte in Suchkarten. Die helfen, vordefinierte Suchen leichter und schneller auszuführen. Mit PDM 2019 steht eine neue Variable zur Verfügung, mit der anwenderspezifische Standardwerte in Suchkarten vom Administrator vordefiniert werden. So kann zum Beispiel eine Karte erstellt werden, die auf Knopfdruck die von einem Anwender ausgecheckten Dokumente anzeigt, wobei die Karte den jeweiligen Usernamen des eingeloggten Anwenders für die Suche heranzieht. Das heißt, der Administrator macht die Karte einmal und dann kann die von jedem User benutzt werden. Mit SolidWorks 2018 im Service Pack 2 wurde bereits die Inspection-Integration vorgestellt. Da können Sie direkt aus der Inspection-Anwendung PDM-Funktionen bedienen. Und in 2019 kam dann noch die Composer-Integration dazu. Und auch hier stehen die PDM-Funktionen in einem eigenen Menüband dem Anwender zur Verfügung. Fassen wir den ersten Teil kurz zusammen. Mit dem Datei-Kontext-Menü können Sie jetzt aus jedem PDM-Reiter Aktionen auf den Dateien ausführen und kommen so schneller und mit weniger Klicks ans Ziel. Datenkarten für Zuschnittslisten, Stücklisten und Zuschnittslisten für Schweißkonstruktionen sind in allen Konfigurationen verfügbar im Explorer und können von dort aus dargestellt und bearbeitet werden. Und mit PDM 2019 lassen sich gespeicherte Konfigurationen und die einzelnen Blätter von Zeichnungen in der PDM-Vorschau darstellen, was zu einer Erleichterung beim Durchsuchen von Dokumenten führt. Die Verwendung von Standardwerten in Suchkarten erleichtert die Administration von vordefinierten Karten. Und zwei neue Integrationen, die in 2018, also in der Version 2019, aber im Jahr 2018 dazu kamen, die Integration für Composer und Inspection. Und damit wird die Zusammenarbeit zum Beispiel zwischen der Konstruktion, der Dokumentation, der Fertigung und der Qualitätssicherung noch weiter vereinfacht, weil alle in einem System zusammenarbeiten können. Damit kommen wir schon zum Ende von diesem ersten Teil der Agenda, der Benutzeroberfläche, und widmen uns den Rechten und Pflichten. Rechte und Pflichten, das ist schon etwas für Administratoren. Administratoren können jetzt gleichzeitig zum Beispiel zum Windows-Login auch das PDM-Login erlauben. Sie können Kommentare für Versionen und Statusübergänge viel spezifischer und genauer einstellen. Und die Berechtigung zum Ändern von Verlaufskommentaren in der Historie kann eingestellt werden. Schauen wir uns das Ganze mal an. Mit der gemischten Authentifizierung können Sie optional innerhalb des Unternehmens das Windows-Login nutzen und zum Beispiel für Externe das Datenbank-Login. Innerhalb eines jeden Status kann administrativ festgelegt werden, ob ein Anwender beim Erzeugen einer neuen Version eine Versionsanmerkung angeben muss, und für jeden Statusübergang in einem Workflow kann nur einzeln definiert werden, ob Übergangskommentare eingegeben werden müssen oder nicht. Und die eigenen Verlaufskommentare können nur dann bearbeitet werden, wenn der Anwender über die entsprechende Berechtigung verfügt. Das heißt, diese Kommentare in der Historie können oder können nicht von dem jeweiligen Anwender geändert oder gelöscht werden. Ja, Rechte und Pflichten. Die gemischte Authentifizierung, damit eröffnen sich neue Wege in der Zusammenarbeit mit externen Partnern. Administratoren können jetzt sehr spezifisch einstellen, wo Kommentare eingegeben werden können oder müssen und wo nicht. Und mit der einstellbaren Berechtigung zum Löschen oder zum Verändern der Historieneinträge gehen wir einen weiteren Schritt zur Einhaltung von regulatorischen Vorgaben. Da ist zum Beispiel die FDA zu nennen. Also dort ist es beileibe nicht erlaubt, in dem Historienverlauf eines Dokumentes
irgendetwas zu ändern. Und damit, wenn wir diese Berechtigung einem User wegnehmen, dann kann er das auch nicht tun. Das heißt, diese Dokumente entsprechen dann der entsprechenden regulatorischen Dokumentation. Ja, das war der zweite Teil, und jetzt im letzten Teil schauen wir uns die Neuerungen zu den Workflows und zu den Tasks an. PDM 2019 unterstützt die automatische Erstellung von DWG und DXF mittels Tasks. Mit bedingten Benachrichtigungen lassen sich Nachrichten innerhalb PDM gezielter steuern, und Standardwerte in Zeichnungen lassen sich mit der Option alle Konfigurationen aktualisieren, so einstellen, dass auf allen Datenkarten in allen Blättern einer Zeichnung die entsprechenden Variablen aktualisiert werden. Aber das schauen wir uns gleich mal an. Eine neue Option im Task Add-in erlaubt uns jetzt auf Knopfdruck oder automatisiert während eines Statusübergangs aus Blechteilen die Abwicklungen direkt als DWG oder DXF herauszuschreiben. Nehmen wir mal folgendes Teil als Beispiel. Es ist ein Blechteil mit einer Abwicklung, von der wir bei der Freigabe zugleich eine DWG-Datei erzeugen möchten. Dafür müssen wir nichts weiter tun, als den gewohnten PDM-Statusübergang durchzuführen, und automatisch erzeugter Task im Hintergrund auf Ihrem Rechner oder auf einem dafür bereitgestellten Host eine DWG der Abwicklung. Und nicht nur das, sondern dieser DWG wird auch zugleich verknüpft mit dem Quellteil in der jeweiligen Version, wo sie entstanden ist. Und jetzt kommen wir zu einem Beispiel, das ist auch so mein Favorit in den Neuerungen 2019. Und zwar geht es um die Benachrichtigungen, die anhand von Bedingungen der Dokumente, die verschickt werden, in verschiedene Kanäle gelenkt werden. Nehmen wir an, Freigabenachrichten sollen so gefiltert werden, dass sie für diejenigen Teile, die als Kaufteil markiert sind, eine Nachricht an den Einkauf geht, und für Teile, die im Typ den Wert Eigenfertigung haben, sollen die Nachrichten in die Fertigung geschickt werden. Nun, wie machen wir das? Im Statusübergang haben wir ab 2019 die Möglichkeit, Nachrichten zu filtern und in verschiedene Kanäle zu lenken. Wir fügen eine bedingte Benachrichtigung ein, definieren den Empfänger, hier zum Beispiel den Einkauf, und erstellen dann die Bedingung, bei der diese Benachrichtigung versendet werden soll. Hier stellen wir die Bedingung so ein, dass die Variable PartType den Wert Kaufteil haben muss. Das Gleiche machen wir auch noch für die Fertigung. In diesem Fall sollen Benachrichtigungen versendet werden, wenn es sich um einen Eigenfertigungsteil handelt. Damit haben wir in einem Workflow-Übergang zwei Benachrichtigungsbedingungen erstellt, und früher musste man dafür den Workflow verzweigen und Übergangsbedingungen dafür nutzen. Ja, wie sieht das Ergebnis aus? Wir haben einmal einen Block von Nachrichten für die Fertigung und einen Block für den Einkauf. Und damit bekommen jeweils die Gruppen genau die Dokumente zugesandt oder zugeschickt, beziehungsweise Nachrichten zu den Dokumenten geschickt, für die sie auch bestimmt werden. Und zum Schluss die automatische Aktualisierung aller Zeichnungsblätter. Da gibt es im Card Editor für die Datenkarten eine Option, dass alle Konfigurationen aktualisiert werden. Bei Teilen ist es klar, was es bedeutet. Da wird eine Variable, wenn sie in verschiedenen Konfigurationen benutzt wird, überall aktualisiert, wenn sich dieser Wert ändert. Bei Zeichnungen bedeutet das, dass jedes Zeichnungsblatt
die Variable aktualisiert bekommt. Und das funktioniert jetzt auch. Bis 2018 musste man das bei Zeichnungen mit mehreren Blättern eben manuell machen. Und hier hat man jetzt mit 2019 auch einen großen Schritt voran in die automatisierte Erstellung dieser Variablen gemacht. So, zusammenfassend kann man sagen, in diesem Block der Automatisierung, PDM 2019 unterstützt die automatische Erstellung von DWG und DXF mittels Tasks mit den bedingten Benachrichtigungen, lassen sich Nachrichten innerhalb von PDM gezielter steuern und die Workflows können schlanker gestaltet werden. Und die Option, alle Konfigurationen aktualisieren, erlaubt das Aktualisieren von Variablenwerten auf den Datenkarten in allen Blättern einer Zeichnung. So, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieses kurzen Webinars. Einfach mal ein Rundumschlag in einen Teil der neuen Funktionen von PDM 2019. Falls es Fragen dazu gibt, bitte gerne in die Fragen im Chat reinstellen. Ich werde sie im Nachgang alle beantworten. Ich werde sie mir anschauen und jeweils per Mail beantworten. Das waren die Neuigkeiten oder ein Teil der Neuigkeiten von SOLIDWORKS PDM. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es darum geht, Neues zu erfahren von uns, von unserem Team in unserer Reihe der Webinare, der Freitagswebinare. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder sehen und wünsche ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Sterns. Tschüss.